Ja, die 5G-Strahlung, da gibt es ja immens viel Rümmer. Nee, ist die gefährlich oder nicht? Könnt ihr mir das recherchieren, was trifft? Ja, Joseph, das haben wir gemacht. Und wir haben festgestellt, es ist ein relativ komplex froh. Es geht halt nämlich einerseits darum zu gucken, ob die Handystrahlung, die wir bislang genutzt haben, also 3G oder 4G, ob die gefährlich ist. Und andererseits, ob wir mit 5G Gefahren dabei kommen oder nicht. Und los geht es. 5G, das ist elektromagnetische Strahlung. Ja, ich weiß, das klingt irgendwie gefährlich. Aber elektromagnetische Strahlung ist erstens nicht unbedingt unnatürlich, wie zum Beispiel das Licht, das aus dem Gürt oder ein Heizkörper, der wärmt, ausstrahlt. Und zweitens ist es auch nicht unbedingt gefährlich für unsere Körper, außer weil sie ganz viel Energie transportiert. Weil sie entweder ganz hohe Frequenzen hat, wie zum Beispiel Röntgen oder radioaktive Strahlung, oder weil sie mit ganz viel Wuppes ausgestrahlt wird. 3G auf 4G Handystrahlung nutzt Frequenzen und Strahlungsstärken, bei denen kein eindeutig Beweis gibt, dass sie gefährlich sind für unsere Körper. Zu der Konklusion kommen ein ganz rutsch wissenschaftliche Literaturanalysen, wo ganz viele Einzelstudien zusammen analysiert und ausgewertet wurden, aber sozusagen ein Moyen daraus gezogen wird. Also, alles gut. Sitzung ist abgehoben. Einen guten Appetit. Sorry, Fernand, ganz so einfach ist aber leider nicht. Weil auch wenn viele Studien keinen negativen Faktor weisen, gibt es aber durchaus Einzelstudien, wo das der Fall ist. Hier kommt dann doch zum sogenannten Cherry-Picking. Die dafür sind und die dagegen sind, die zitieren da jeweils die Studien, die hinten an der Krone passen. Zwischenfazit 1. Wenn ihr sich die ganze Fundus und Studien anguckt, gibt es keine klare wissenschaftliche Evidenz dafür, dass Handystrahlung den menschlichen Körper schützt. Das will aber nicht sagen, dass es total ausgeschlossen ist, dass es nicht eventuell aber negative Effekte gibt. Es ist eben just so, dass die Wissenschaft das zurzeit nicht kann eindeutig beweisen. Yes, science! Heißt das, dass die Wissenschaft nicht weiß? Nee, das heißt für einmal, dass die Effekte nicht einfach zu müssen sind. Wenn es nämlich ganz evident Effekte geben, dann hat die Wissenschaft das schon lange herausgefunden. Holen wir als Beispiel die Luftverschmutzung. Die Wissenschaft kann ziemlich klar sagen, dass alle Jahre ein paar Millionen Menschen weltweit darunter sterben. Bei der Handystrahlung ist das nur nicht so evident. Falls es negative Effekte gibt, sind es scheinbar so gering, dass es schwer auf Niveau von ganzen Bevölkerungen zu messen sind. Zum Beispiel weisen groß ungelöschte Studien zur Häufigkeit von Krebs keine signifikanten Changemente zunder der Aufhellung von Handys. Aber was sieht dann WHO dazu? Sie kategorisieren zum Beispiel Fummen und Alkohol als krebserregend. Glyphosat, Rotfleisch und Nutzschichten ob der Arbeit fallen an die Kategorie von wahrscheinlich krebserregend. An elektromagnetische Strahlung, wie sie beim Handy zum Ersatz kommt, wird von der WHO aus Mangel an konkreten Beweisen als möglicherweise krebserregend kategorisiert. Genau wie zum Beispiel Benzin oder gelöschten Gemäß. Sie sind aber gut. That's a 10. Zwischenfazit 2. Bei aller Unsicherheit gibt es keinen Grund zur Panik. Uff, gut. So viel zur Handystrahlung allgemein. Aber wie ist Lumi konkret mit 5G? E-Streitpunkt geht heute um die Frequenzen. Bei 5G kommen nämlich Frequenzen dabei, die mehr heiß sind wie bei 4G. Kritiker solo, die wären mehr gefährlich und gehen für Langzeitstudien finden. Die andererseits sieht, dass das neue Frequenzen auch Bereiche leihen, für die du sich gar keinen Grund gibt, umzuholen, dass sie gefährlich wären. Okay. Ein anderer Streitpunkt dreht um die Strahlung, weil einerseits kommunizieren die Handymasten bei 5G mäßig bleiert mit den Handys, dafür geht die Energie pro Datenvolumen rauf. Und andererseits werden bei 5G mehr Masten benutzt gehen und mehr Daten transferiert gehen, wodurch die Strahlung nicht hochgeht. Aber so oder so geht das Datenvolumen von Jahr zu Jahr stark an die Luft und dadurch unabhängig von 5G. Zwischenfazit 3. Ob 5G mehr gefährlich als 4G und ob durch 5G mehr Strahlung wird dabei kommen oder nicht, darüber wird aktuell nachgestritten. Was fangen wir mit all diesen Informationen an? Schlussendlich ist es ein gesellschaftliches Froh. Es gibt, wie bei all neuer Technologie, Incertitüden. Und froh ist, wie gehen wir mit denen um? Oder anders gefragt, wenn wir irgendwann ein Gegriff herausfinden, dass Handystrahlung negative Faktoren bei unserem Körper hat, wären wir da wirklich bereit, auf unser Handy zu verzichten? Das Froh beantworten Menschen ganz unterschiedlich. Es gibt auf der einen Seite Leute, die sind ganz skeptisch, wie zum Beispiel dem Mouvement Stop 5G. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind ganz begeistert von der neuen Technologie. An denen kann davon gar nicht sehr genug gehen. Was die Wissenschaft in der Zwischenzeit kann machen, ist weiter forschen. Was die Politik kann machen, ist niedrige Grenzwerte festlegen. Was die Rede von uns kann machen, ist ein Handy einfach mal mit Docs auf die Seite legen.
Wenn ihr mehr wollt über das Thema wissen, dann klickt hier oben oder guckt in der Beschreibung für den Artikel auf science.lu. Für den Rest abonniert den Kanal, lasst ein Like und drückt auf die Schelle, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn wir neue Videos hochladen. Das war es für heute. Wir gucken dich gerne eh von unseren anderen Videos an. Hallo, Ferner. Los sind dir. Sitzung ist abgehoben. Guten Appetit.